Jo Leute, was geht? Freunde, wir sind jetzt mit Franklin zusammen in Los Santos in seinem eigenen Apartment bei Nacht unterwegs, denn Leute, es ist gerade ein bisschen was vorgefallen. In den letzten Tagen und Wochen sind mal wieder in Los Santos einige mysteriöse Vorfälle entstanden, die sich nicht erklären lassen, weil es unmöglich Menschen sein könnten, die diese Sachen machen können, wie zum Beispiel Gebäude zertrümmern oder komplette Fahrzeuge auseinanderzunehmen. Und ihr erinnert euch Leute, dass es schon sehr viele Vorfälle mit SCP-Kreaturen in Los Santos gegeben hat und es gab allerdings noch einige, die Franklin nicht in Los Santos gefunden hat. Und einen Bericht hat Franklin dazu gelesen, und zwar zu einer Kreatur, die sich SCP-966 nennt. Diese Kreatur nennt sich auch, Leute, der sogenannte Schlafmörder. Und ehrlich gesagt, wenn Franklin das jetzt bei Nacht sieht, ihr könnt euch jetzt vorstellen, er hat die letzten Nächte gar nicht geschlafen. Er hat meistens eher nur tagsüber geschlafen. Und jetzt weiß Franklin nicht wirklich, ob diese Gerüchte stimmen und ob diese Kreatur vielleicht in Los Santos existieren würde. Was mich allerdings wirklich ein bisschen stutzig macht, ist Folgendes, Leute. Wir haben einen weiteren Brief bekommen und der ist von einer ganz komischen Person, Leute, die er kennt. Hier steht, Leute, mit einem Kussmund oben rechts in der Ecke einfach dieser Satz. Hallo Franklin, mein Schatz, kannst du bitte kurz vorbeikommen? Ich habe ein kleines Problem, und unten in Kleintext geschrieben, du weißt schon, wo der Leuchtturm ist, oder? Und da dachte ich mir, als ich den Satz gelesen habe, nein, nein, das kann nicht sein, Leute. Es handelt sich um diese verrückte Frau Ursula, die nämlich bei dem Leuchtturm wohnt in GTA 5 in diesem creepy Haus. Und die will tatsächlich, dass wir sie besuchen. Und ob das was, Leute, mit dieser SCP-Kreatur zu tun hat, ich weiß es nicht, aber ich denke, wir sollten ihr mal einen Besuch abstatten. Und aus dem Grund, Leute, dachte ich, gehen wir mal zu Ursula und schauen mal, was denn sie für ein kleines Problem hat. Weil, ehrlich gesagt, weiß ich nicht viel über den Aufenthaltsort von SCP-966 und ob diese Kreatur auch wirklich in GTA 5 existiert. Vielleicht werden wir sie finden, vielleicht aber auch nicht. Naja, wir sind auf jeden Fall auf Spurensuche und Franklin versucht seit Wochen herauszufinden, ob diese Kreatur wirklich in Los Santos existiert. Und wenn ja, wie man diese Kreatur quasi auch rufen kann. Da sind wir, Freunde. Der Ort des Geschehens. Der Leuchtturm und Ursulas Haus. Es ist auf jeden Fall ihr Brief gewesen. Also, ich meine, wer schreibt bitte schon solche Briefe, Leute, an Franklin? Und vor allem, warum legt sie diesen Brief einfach an Franklins eigenes Bett? Naja, ich bin mal gespannt, was sie bitte schon für Antworten für uns hat. Und was denn bei ihr bitte schön los ist. Yo, warte mal kurz. Yo, seht ihr das? Alter, was ist mit ihrem Haus passiert? Warum ist denn hier so viel Schotter? Warum liegt denn hier so viel Müll und Dreck rum? Ursula? Hallo? Ursula? Wow, Alter, was ist denn, Leute, mit ihrem Haus passiert? Okay, was war das denn gerade? Hallo? Ursula? Ist alles in Ordnung mit dir? Hallo? Ist was irgendwas falsch? Franklin, ich bin heute Abend nach Hause gekommen und mein Haus ist komplett verwüstet worden. Ja, das kann ich sehen. Das tut mir auch irgendwie leid. Also, wird definitiv nicht leicht sein, das aufzuräumen. Also, ich werde es nicht machen, aber vielleicht kennst du ja irgendwie Bekannte. Kannst du bitte herausfinden, wer das war? Bitte. Ja, okay. Ich glaube, wir werden das Ganze, Leute, herausfinden. Vielleicht war das sogar diese SCP-966-Kreatur. Könnte möglicherweise sein. Alles klar. Wir haben immer unsere Differenzen und ich mache das nicht gerne, aber für den Schutz von Los Santos und dass keinen anderen Menschen mehr geschadet wird, werde ich mal herausfinden, wer das war. Und vielleicht war das ja irgendeine mystische Kreatur. Du bekommst auch eine ganz besondere Belohnung von mir, Kuss-Smiley. Nein. Ursula, ich nehme keine Belohnung von dir an, okay? Nein, Leute. Ursula ist so eine verrückte Frau. Geht bloß nicht in ihr Haus, wenn ihr es irgendwie machen könnt, würdet. Nicht reingehen. Jetzt würde ich aber sagen, wir müssen uns auf die Suche begeben. Was ist bitte schon hier passiert? Ich sehe ehrlich gesagt um diese Tageszeit relativ wenig. Deswegen warten wir mal vielleicht ein paar Stunden ab, Leute, bis Sonnenaufgang ist. Okay. Ihr seht definitiv, Leute, was mit ihrem Haus passiert ist. Da sind schon einige Trümmerteile da. Obwohl das Dach immer noch relativ intakt ist. Ich würde jetzt aber mal echt gerne herausfinden, wer das Ganze war. Vielleicht hat er ja Spuren hinterlassen. So. Oh, hier sehe ich noch mehr Trümmer, hier noch mehr Ziegelsteine. Ein Erste-Hilfe-Kit. Ist normal, Leute, bei Ursula ein Erste-Hilfe-Kit. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, ich sehe hier nichts. Nee, ich sehe hier nichts, Leute. Ist vielleicht beim Leuchtturm irgendwas passiert? Wartet mal kurz. Ich glaube, Leute, beim Leuchtturm. Sind da die Trümmer normalerweise schon da gewesen? Moment mal kurz. Ich glaube, das war nicht normal. Schauen wir mal kurz rein, Franklin. Vielleicht ist das irgendwie neu. Yo, was ist übrigens mit den Wellen los, Leute? Die Wellen in Los Santos, die sind ehrlich gesagt ziemlich stark geworden in letzter Zeit. Okay. So, wow. Okay, alles klar. Dann gucken wir mal, was ist hier schon bitte passiert? Okay, hier im Wasser sehe ich bisher noch nichts, aber what? Warte mal, seht ihr das gerade? Alter, was ist das? Ist das ein Smiley? Oh mein Gott, Leute, das ist ultra creepy, muss ich sagen. Sind das irgendwelche Blutspuren und da hat jemand einfach so ein Smiley gebildet? Ich
glaube, Leute, der will uns hier ein Zeichen geben. Und ich weiß nicht, diese SCP-Kreatur, wir haben sie uns hier gerade noch angeschaut, Leute, auf diesem Bild. Die sieht doch ein bisschen aus, als würde die vielleicht unter Wasser wohnen, oder? Sieht so ein bisschen aus wie eine Amphibienkreatur. Franklin, ich würde sagen, wir schauen uns mal unter Wasser um. Vielleicht finden wir unter Wasser etwas. Das würde auch erklären, warum gerade die Wellen so ein bisschen stark sind aktuell. Yo, Leute, ich glaube, ist das normal im Spiel, dass die Wellen jetzt nochmal krasser als gerade gewesen sind? Junge, schaut euch das mal an, was mit den Wellen los ist. Fiel mir einen halben Tsunami gerade. Oh mein Gott, was ist hier los? Oh Junge, jetzt höre ich auch noch so ein... Okay, das kommt definitiv aus dem Meer. Das ist keine menschliche Kreatur. Es kommt auf jeden Fall aus dem Meer. Ich glaube, wir müssen uns einen Taucheranzug holen. Dann gehen wir nach Wasser. Nach Wasser. Dann gehen wir unter Wasser. Okay, Franklin, Taucheranzug ist besorgt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf Unterwassererkundungstour, Leute. Oh mein Gott, was? Junge, bring mich mal unter Wasser, Franklin. Oh, so. Weil die Wellen sind ehrlich gesagt ziemlich hoch, Freunde. Das muss man einfach sagen. Die sind nicht gerade ohne. Und jetzt würde ich sagen, Franklin, begeben wir uns mal auf Expedition in das Wasser, ob wir dort vielleicht eine SCP-Kreatur finden könnten. Weil diese Kreatur, die ist definitiv in der Lage dazu, auch an Land zu gehen. Und ich glaube, an Land macht sie auch die meiste Verwüstung. Oh mein Gott. Ich finde Wasser persönlich in GTA 5 sehr, sehr creepy, Leute. Vor allem, wenn man tiefer taucht. Aber immerhin, Leute, wir sind der Beschützer von Los Santos. Franklin hat schon so viele Abenteuer erlebt. Was soll hier bitte schon schief gehen? Ich meine, wir haben schon so viele SCP-Kreaturen gebändigt. Wenn das auch noch eine weitere sein wird, wieso sollten wir es nicht auch mit dieser schaffen? Da bin ich also sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das auch hinkriegen werden. Es ist nur die Frage, wo könnte sein Aufenthaltsort sein? So, okay, ich höre was, Leute. Yep. Was ist das? Oh mein Gott, das ist ein Hammerhai. Okay, das ist ein Hammerhai. Nein, danke, Hammerhai. Ich will nicht dich sehen. Nein, nein. Warum sind hier so viele Haie? Ich gehe lieber weg von den Haien. Ich will nicht gegessen werden. Oh mein Gott, ich lasse mich doch nicht essen von diesen Haien. Junge, 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 das werde ich auf gar keinen Fall zulassen. Nein, überhaupt nicht. Okay, Franklin, wo kommt dieses Geräusch her? Ich weiß es nicht genau. Sauerstoff reicht nur noch für einige Minuten und wir dürfen nicht allzu tief tauchen, um diese Kreatur zu finden. Also müssen wir gleich nach oben. Die Wellen haben sich, glaube ich, jetzt wieder ein bisschen beruhigt. So. Okay. Wir müssen, denke ich, noch ein bisschen tiefer tauchen. Erst Haie, dann die Wellen und dann... Was ist das? Leute, was ist das? Oh mein Gott, ist das ein Mensch? Leute, ich weiß nicht, was das ist. Franklin, sieht das nach einem Menschen? Oh mein Gott, Leute, was ist das? Das ist kein Mensch. Okay, ich glaube, unter Wasser können wir nichts ausrichten. Okay, Franklin, dann würde ich sagen, wir ziehen uns zurück, bevor diese Kreatur uns irgendwie aufschnappt. Jo, warte, ich glaube, sie schwimmt hoch. Ich glaube, sie schwimmt hoch, Leute, die Kreatur. Okay. Wir müssen auch nach oben. Hoffentlich hat sie uns nicht gesehen. Und hoffentlich wird sie nicht gleich noch ein bisschen Chaos verursachen. Oh mein Gott. Das war also diese Kreatur, oder? Die sah schon ein bisschen aus wie SCP-966. Junge, einfach so eine Unterwasserkreatur. Was geht hier ab? Okay, wir sind jetzt also nach oben getaucht. Und wir sehen, die Wellen sind immer noch relativ stark. Also die Wellen gehen sogar so tief, dass hier an einigen Stellen sogar einfach Land wieder erscheint. Und ich weiß nicht, wo diese Kreatur ist. Aber erstmal ist mir das auch egal. Wir gehen jetzt erstmal und Ursula ist immer noch dort am Weinen. Ich weiß nicht, was mit ihrem Haus sein wird. Aber ich gehe jetzt erstmal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, was ist hier gerade? Oh mein Gott. Leute, die jagt uns. Oh, ist die schnell. Die ist ja voll schnell an Land. Let's go. Let's go, Franklin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, oh, was macht die mit uns? Die greift uns an. Oh, Franklin, gib Gas. Mach deine Spezialfähigkeit. Oh, komm schon. Leute. Jo, die greift uns ein. Oh nein, mein Motorrad brennt. Mein Motorrad brennt. Oh nein, 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 nein. Es brennt, aber ich kann noch fahren. Ich kann noch fahren, Leute. Oh, ich würde lieber nicht anhalten. Oh, die schießt mit Blitzen auf. Oh, mein Gott, die schießt mit Blitzen auf uns. Ha. Oh, Junge, lass mich doch in Ruhe. Oh, was ist dein Problem? Ich habe nichts getan. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, die beruhigt. Oh, Junge, mein Motorrad. Oh, es kommt nicht mehr weg. Es kommt nicht mehr weg. Nein, Hilfe. Ah. Ich komme nicht. Ich komme. Hilfe! Oh, Franklin, steh auf. Steh auf. Steh auf. Ah, nein! Lass mich in Ruhe, Alter. Oh, mein Gott. Nein! Oh, Junge, Hilfe! Kann mir jemand irgendwie helfen? Junge, diese Kreatur. Okay. Die macht doch gar nicht so viel Schaden, ne? Nein, die ist gar nicht so stark wie die anderen, aber die ist trotzdem ultra schnell. Nein, komm schon. Junge, lass mich doch. Lass mich doch. Ich kann nicht aufstehen. Hilfe! Oh mein Gott, die macht mich komplett fertig. Okay, hier ist immerhin einer, der mir hilft. Oh, Junge, der greift mich die ganze Zeit. Was ist denn dein Problem? Ich schieße einfach auf dich. Ich schieße... Oh mein Gott. Junge. Oh, was macht der? Oh mein Gott. Was ist da?
Oh mein Gott, Leute, was war denn das bitte schon für eine Kreatur? Die ist ja erstens, die ist einfach ultra schnell. Sie macht nicht viel Schaden, Leute, wie anderen SPC-Kreaturen. Aber was ist mit uns bitte schon los? Wir sind hier. Das war doch das Auto, das die Kreatur angegriffen hat. Okay, Franklin, steh auf. Wie viel Uhr haben wir? 22 Uhr. Junge, wie viele Stunden liegt der da bitte schön? Und wo ist diese SCP-09966-Kreatur hin? Ich glaube, wir müssen es rausfinden. Okay, ich würde sagen, Leute, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Und ich hoffe mal, dass diese Kreatur nicht uns nach Hause verfolgt. Ich hoffe es zumindest. Junge, schaut euch mal diese Spuren an, die sie hinterlassen hat. Das ist, ich glaube, das ist Franklins Blut, oder? Ich weiß nicht. Oder waren das noch andere Personen, die geschadet haben? Bitte lass mich einsteigen. Bitte, Notfall. Es ist Notfall. Ich muss, bitte, es tut mir leid. Ich muss nach Hause. Es ist ein absoluter Notfall. Oh, Junge, mein Motorrad liegt hier. Ist komplett kaputt. Oh, Mann. Wir fahren damit jetzt erstmal nach Hause. Was war das bitte schön für eine Kreatur? Und ich glaube, wir haben jetzt auch die Ursache für diese Ursula-Geschichte herausgefunden. Ich glaube, das war SCP-966, die einfach ihr Haus in Trümmer zerstört hat. Natürlich, so im Großen und Ganzen war das Haus noch da. Die ganzen Trümmer, die dort liegen, das war auf jeden Fall die Kreatur. Das war nicht normales menschliches Verhalten. Oder da ist halt jemand hingegangen und hat einen Bagger verwendet und Ursula hat sich das Ganze ausgedacht. Ich würde aber eher darauf plädieren, dass SCP-966 das Ganze war. Okay, endlich zu Hause angekommen. Endlich Ruhe. Wir wissen jetzt, wer es war. Wir müssen uns darum nicht kümmern. Und ich denke, wir werden diese Kreatur auch nie wieder sehen. Hoffentlich, weil sie sah schon, ehrlich gesagt, ziemlich gruselig aus. Okay, Franklin, dann gehen wir mal nach Hause. Liegt der Zettel von Ursula immer noch auf dem Bett? Wenn ja, dann ist alles in Ordnung, glaube ich. So, ja, natürlich, Leute, der Zettel liegt da. Okay, Franklin, leg dich schlafen. Ich glaube, morgen früh stehen wir dann normal auf. Okay, so, dann legen wir uns erstmal schlafen. Ja, ich bin gespannt. Okay. Hä? Warte kurz, was ist denn jetzt passiert? Der Strom ist ausgegangen. Franklin, warte mal kurz, müssen wir das überprüfen, oder? Ich habe doch die Stromrechnung bezahlt. Wie kann denn der Strom jetzt plötzlich ausgehen? Okay, weißt du was? Ich glaube, wir untersuchen das Ganze mal. Mal schauen, ob wir hier irgendwas finden. Oh mein Gott, Leute. Das ist das gleiche Geräusch, was ich unter Wasser gehört habe. Ich glaube, die Kreatur weiß, wo ich wohne. Oh mein Gott, Franklin. Schauen wir mal uns um. Ey, Junge, bitte, bitte nicht. Oh mein Gott, sie ist um die Ecke. Sie ist direkt um die Ecke, Leute. Nein. Das ist diese SCP-0966. Junge, ich komme mit den Namen nicht mehr ganz klar. Der ganze Strom in Los... Was? Der ganze Strom in Los Santos ist einfach ausgefallen. Und es regnet. Oh mein Gott. Was macht die Kreatur? Kann die irgendwie das Wetter bändigen? Was kann die denn noch alles machen? Hoffentlich kriegt mich diese Kreatur nicht. Yo, was schreien denn die Menschen da unten so rum? Oh mein Gott, nein, 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 lass mich in Ruhe. Nein, lass mich in Ruhe, SCP. Lass mich in Ruhe. Nein, nein. Hilfe. Oh, Job. Job. Job, bring dich in Sicherheit. SCP-966 greift mich an. Nein. Oh, nein. Oh, Junge, Alter, hör auf. Hör auf, hör auf. Hör auf. Nein. Nein. Ich kann nichts machen, Leute. Ich kann nichts machen. Nein. Alter. Was machst du mit mir? Bring's doch zu Ende. Komm schon. Hör auf, mich so zu foltern. Komm schon. Bring es einfach zu Ende. Ich kann das so. Komm. Vielleicht können wir ja noch entkommen. Oder? Oder... wir kriegen es einfach nicht hin, Leute. Ich weiß auch nicht. Jetzt weiß die Kreatur, wo wir wohnen. Alles klar, Leute. Leute, wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass wir das Ganze auflösen, dann lasst gerne auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht gerne kostenlos zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Alizock ist raus. Haut rein, Freunde. Und ciao.